Ihr verspracht, am Wasserfall Nori zurückzuverwandeln. Und das werde ich auch. Aber erst bringen wir Sadias Geschichte zu Ende. Aha. Was hat es mit der Inschrift auf der Grabkammer auf sich? Du meinst den Stein und den Skarabäus? Fahi glaubt, die Inschrift sei der Schlüssel zu allem. Aber so treffend sein Gespür auch sein mag, in diesem Falle irrt er. Das Rätsel ist offenkundig nur eine verschrobene Randnotiz, ein beiläufiger Fleck auf einem sonst monumentalen Gemälde. Es bedarf keiner weiteren Klärung. Man hatte Sadia in die Grabkammer mitgenommen, um sich banale Schriften vorlesen zu lassen. Und stolz wie sie war, weigerte sie sich. Das ist alles. Was ist Fahis Rolle in alledem? Fahi ist ein Mann mit vielen Talenten. Er hat einen Sinn für Geschichte und er ist gut im Lösen von Rätseln. Außerdem hatte er einen Karren und ein Zelt, in dem ich mich auf meiner langen Reise verstecken konnte. Er hilft mir, das Rätsel zu lösen und dafür beschütze ich sein Geschäft vor Plünderern. Aha. So ist unsere Abmachung. Er ist also tatsächlich harmlos? Der Stab war die ganze Zeit in dem verdammten Karren. Der mir in meinen 3000 Jahren je unterkam. Den Karren, den man nie bewegen konnte. Zu versteinern. Aber nur so ließ er sich vor deinen Mitbürgern retten. Wieso bist du hier, Breda? Sadias Geschichte hat nichts mit dir zu tun. Geron, es gibt hier nichts mehr für mich. Man hat mich als Deserteurin verurteilt. Meine eigenen Gefährten jagen mich. Und der einzige Fluchtort, der mir noch bleibt, ist hier. Bitte, auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst, lass es mich zu Ende bringen. Es wird sicher alles wieder gut. So gut, wie es die Welt einst war, wird es nie wieder sein. Was, wenn einer von uns Sadias Geschichte beendet und sich irrt? Wenn Satinav erfährt, dass die Erzählung gar nicht wahr sein konnte, so wird er sie ungeschehen machen und den Erzähler des Frevels schuldig sprechen. Keine Angst, Geron. Wir werden uns nicht irren. Ich habe alles genau durchdacht. Nun gut. So stelle die Maske zurück auf die Büste meines alten Meisters und lass uns beginnen. Das kann ja übel werden. Es sei dir gedankt, Geron. Seid ihr nun soweit? Ja. Auf gar keinen Fall. Aber los geht's. Lasst es uns hinter uns bringen. Danke, Geron. Wer von euch beiden tritt nun vor und wird die Geschichte zu Ende erzählen? Ich werde es tun. Sehr wohl. Ich werde euch nun von Satyas Gang in den Garten erzählen, so wie es im Tagebuch des Adepten steht. Höre genau zu. Am Ende musst du mir sagen, wie die Geschichte endet. Nach ihrer Rückkehr vom Schlachtfeld war Sadia nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie hatte das Grauen der Niederhöllen gesehen. Ein Ozean des Untergangs und des Todes. Sie hatte als Einzige überlebt, doch die restliche Welt kümmerte es nicht. Sadias großer Traum war gescheitert. Wie ein Geist wandelte sie durch die Hallen Draconias. Sie aß nicht, sie sprach nicht und sie schlief nur, wenn die Erschöpfung sie dazu trieb. Am vierten Tage erblickte sie ein junger Adept an der Schwelle zum Portal. Er fragte, wohin sie denn gehe. Es sei kalt in den Bergen und sie könnte sich verirren. Worauf sie antwortete: Ich gehe in den Garten. Mein Bewusstsein vernichten. Sofort rannte der Junge zum Luftadepten, doch kam alle Hilfe zu spät. Als sie den Garten betraten, fand man nur noch die Maske. Daneben Sadias Rubin. Von ihr fehlte jede Spur. Aus Angst, Satinav herauszufordern, wurde beschlossen, den Vorfall zu vergessen. Niemand durfte auch nur darüber spekulieren, was an jenem Tage geschehen war. Maske und Rubin brachte man nach Draconia. Der Garten wurde versiegelt und Satyas Schicksal geriet in Vergessenheit. Bis zum heutigen Tage. Es ist nun an dir, Geron, die Geschichte zu beenden. Aber bedenke, ein Fehler und es wird schlimm ausgehen. Ich weiß. Sadia betrat also den Garten. Ach du Schande. Ein kleiner Fehler. Wir haben verkackt.
sah sich um, setzte sich in die Maske hervor. Sie setzte sich auf den Boden. Dann zögerte sie einen Moment und überlegte, ob sie wirklich das Richtige tat. Sie blickte in die Maske und ja. Und sie las die Zauberformel, prägte sie sich ein, setzte die Maske auf und zerstörte ihr Gedächtnis. Wieso hast du mich unterbrochen? Ich hatte Angst, du könntest sie falsch zu Ende erzählen. Anschließend verschwand sie wie ein seelenloser Geist in den Tiefen des Gartens und wurde nie wieder gesehen. Es ist vollbracht. Ich hatte immer gehofft, es wäre anders gewesen. Doch habe ich mich wohl geirrt. Weint ihr? Natürlich weine ich. Meine Prinzessin ist gerade gestorben. Ich schätze, das war's dann wohl. Das war doch jetzt das Ende, oder? Ja. Nein. Da Satya die Maske benutzt hat, befinden sich nun all ihre Erinnerungen in der Maske. Und damit auch der wahre Name des Zeitdschinns. Was tust du? Vdan, Faskadan, Esplas, Dekadan, Morilor, Kras, Ferelguran, Ilbemutir, Gerul, Felan, Yuntir, Katan, Felontir, Sudan. Und damit opfert sie sich. Ah, man hat mich geweckt. Der Zeitdschinn. Sag mir, Kind. Was ist dein Wunsch? Es tut mir leid, Geron, aber es gibt in dieser Zeit nichts mehr für mich, als hätte es hier jemals irgendetwas für mich gegeben. Es gibt keine heldenhaften Prinzessinnen, keine uralten Grabkammern, keine fliegenden Festungen, nur ewiges Spalierstehen, Latrinendienst und eine Belanglosigkeit nach der anderen. Wann sind die goldenen Zeiten nur verloren gegangen? Als Prinzessinnen noch von Schlachten träumten und die Welt noch erfüllt war von Magie. Ich wünschte, es wäre alles so wie früher. Dein Wunsch ist mir Befehl. Breda. Ach du Schande. Das Mädchen ist nun fort. Ihre Sehnsucht herrscht nun über ihr Sein. Es ist meine Aufgabe, diese Sehnsucht zu erfüllen. Auf dass die graue Gegenwart verlösche und Vergessenes neu geschehe. Holy shit. Was zum... Oh nein. Der Wald beginnt sich zu verändern. Was hat sie getan? Geron, komm schnell! Sie war dumm. Geron,
Ich habe nachgedacht. Das ist schön, aber das bringt uns nichts mehr. Breda hat Satyas Geschichte zu Ende erzählt. Sie hat Satya die Maske aufsetzen lassen und ihre Erinnerungen ausgesaugt. Im Garten des Vergessens. Damit ist alles genau so geschehen. Und mit dem Rubin hat sie dann Satyas Erinnerungen ausgelesen. Ich meine, Breda hat das getan. Und jetzt ist sie besessen vom Zeitdschinn. Und... Beruhige dich erstmal. Ich soll mich beruhigen? Wir müssen etwas tun. Richtig. Und das können wir nur, wenn es uns gelingt, zu beweisen, dass Breda sich irrte und dass Satya nicht die Maske aufsetzte. Du vergisst, es gibt immer noch einen Teil des Rätsels, den wir bis heute nicht gelöst haben. Sie vernichten. Der Skarabäus? Als ob ein unsinniges Rätsel uns alle retten könnte. Hast du eine bessere Idee? Sieh dich um. Wir befinden uns hier in einer Nachbildung der Grabkammer. Vielleicht findest du irgendwo den entscheidenden Hinweis. Bringe ihn her. Und vielleicht können wir das Rätsel ein für alle vernichten mal lösen. Und Happy End. Ach, du Schande. Die Inschrift. Wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Ich verstehe es immer noch nicht. Finden wir eine Grabkammer, irgendwelche Beweise? Ein Rubin haben wir hier. Den Rubin. Noch nicht. Der Zeitdschinn würde mich sofort in Stücke reißen. Tja, wir haben einen Rubin, aber was? Bringt uns das. Alles, was ich gefunden habe, war der Rubin. Gib ihn mir. Giacomo Nauta hat mir erzählt, dass du ein Magiedilettant bist. Ist das wahr? Ja, ich kann Sachen kaputt machen. Nun, auch ich kann ein wenig zaubern. Wenn ich etwas in der Hand halte, kann ich kurze Blicke in dessen Vergangenheit erhaschen. Das war der Hauptgrund, weswegen der Stab mich als seinen Gefährten wählte. Dann wollen wir doch mal sehen, welche Geschichte mir dieser Stein erzählt. Das ist seltsam. Als der Rubin nach Satyas Verschwinden im Garten gefunden wurde, hatte er einen Sprung. Und der Umkehrspruch, den der Erzadept in ihn eingewoben hatte, war gänzlich verschwunden. Die Magier mussten ihn komplett neu einwirken. Aber da ist noch mehr. Ich sehe einen Palastgarten und darin zwei Kinder. Okay. Das hier ist eine Brosche aus Mengbilla. Mein Vater hat sie mir geschenkt. Darf ich sehen? Da. Und hier ein Rubin aus den Zwergenstollen im ehernen Schwert. Wie schön er ist. Wenn ich einmal Kalif bin, werde ich alle Schätze Avestans in meinem Palast versammeln. Fasar wird strahlender sein als zu Zeiten der großen Mogule. Wir wissen, wer die beiden Meine sind. Untertanen werden mir bis in alle Ewigkeiten zu Füßen liegen. Du wirst ein guter Herrscher sein, Kasim. Die Geschichtsbücher werden noch lange von dir erzählen. Siehst du das Zeichen auf meinem Arm? Es ist die Kalligrafie meiner Herrschaft. Das Zeichen meiner Dynastie. Die ganze Welt wird sich vor diesem Symbol verneigen. Große Zeiten stehen uns bevor, Satya. Wahrlich große Zeiten. Ich sehe einen Prinz und eine Prinzessin miteinander spielen. Er versucht, sie zu beeindrucken. Was könnte das bedeuten? Die Antwort ist leicht. Satya und der Prinz waren tatsächlich Geschwister. Warte, da ist noch mehr. Etwas geschieht. Eine Palastwache kommt dazu. Lasst mich los! Wie jämmerlich du doch bist. Sag mir, wie viele Männer waren es? 20? 30? Ganz Fasar. Du machst mir Freude, Satya. Mehr als ich mir erhofft hatte. Der Prinz quält die Prinzessin. Die Wache hält sie fest. Sie ist ihm hilflos ausgeliefert. Aber warum?
Sie hat was verbrochen. Es hat nur noch, wir hatten das doch am Anfang der Story. Es hat nur noch so, dass sie wurde weggeschickt, weil so. Sie hat das durch selbst im ersten Kapitel hat es erzählt. Es weggeschickt wurde, weil so. Ich glaube, da kam raus, dass sie was verbrochen hat. Vielleicht hat sie etwas verbrochen. Schließlich lassen sie von ihr ab. Sie bleibt allein auf dem Hof zurück. Was machst du da? Tätowierst du dich etwa selbst? Ich schreibe meine eigene Dynastie. Weißt du überhaupt, was das Wort bedeutet? Dynastie? Du kannst Größe nicht einfach in dein Blut schreiben. Entweder du wirst damit geboren oder nicht. Ich werde es dir beweisen. Glaubst du etwa, du könntest jemals größer werden als ich? Du bist lustig. Wachen! Werft sie zurück in die Gassen, in denen ihr sie gefunden habt. Mit ihr habe ich meinen Spaß gehabt. Dann holt mir ein neues Mädchen. Und weggeschickt. Und ausgesetzt. Satya war überhaupt keine Prinzessin. Sie war nur ein einfaches Straßenmädchen. Na und? Ich weiß auch nicht, aber... Eine verstoßene Prinzessin. Was ist? Verstehst du nicht? Die Lösung des Rätsels. Satyas Worte vor der Grabkammer. Es lag alles auf der Hand. Worte vor der Grabkammer. Ich verstehe es immer noch nicht. Warum wurde Satya von der Heldengruppe in die Grabkammer genommen? Weil sie eine Prinzessin war. Aber das war sie ja nun nicht. Ja, sie behauptete nur, eine Prinzessin zu sein. Und als solche sollte sie die uralten Inschriften in der Grabkammer entziffern. Aber wenn sie keine Prinzessin war, wieso konnte sie dann trotzdem lesen? Auf den Rest musst du jetzt schon alleine kommen. Was hat Satyas Vergangenheit mit einem Stein und einem Skarabäus zu tun? Geron, das wahre Rätsel war nie die Inschrift selbst, sondern Satyas Reaktion darauf. Erinnere dich, der Magier fragte, was lest ihr? Und sie antwortete, das kann ich euch nicht verraten. Es würde zu viel verändern. Muss ich dir dann alles aus der Nase ziehen? Sie konnte es nicht lesen. Sie konnte es nicht lesen. Deswegen konnte sie, deswegen war die wahre Antwort auf das. Ich habe ein paar Hinweise gebraucht, aber ja. Ach so. Wir haben uns selbst an der Nase herumgeführt. Und nun geh in die Grabkammer und sage es dem Djinn. Dann wird alles wieder gut. Ich war keine Prinzessin. Sie hat sich die Muster selbst aufgenäht. Und deswegen konnte sie auch die wahren. Das war den nicht lesen. Okay. Breda! Oder wer auch immer du bist, komm heraus! Warum stellst du dich ihrem Wunsch in den Weg? Sie ist unglücklich. Sie sehnt sich zurück in eine Zeit, als alles noch gut war. Gerade du solltest das doch verstehen. Aber es spielt nun keine Rolle mehr, was du denkst. Das Ritual ist fast vollendet. Aus dem Steineichenwald erwächst ein neues, altes Reich. Nicht, wenn ich beweisen kann, dass du, dass Breda sich geirrt hat. Und sie hat sich geirrt. Satya ging in den Garten. Sie nahm die Maske und sprach die Formel. So ist es geschehen. Und so wird es sich auch niemals ändern. Doch, hör zu, lass mich von vorne beginnen. Satya betrat also den Garten. Sie setzte sich und holte die Maske hervor. Sie blickte in die Maske.
und verzweifelte, weil sie es nicht lesen konnte. Ah, ja, genau. Sie konnte den, deswegen hat sie auch nicht alles vergessen, sondern sie konnte sich nicht selbst vergessen lassen, weil sie nicht lesen konnte. Weil sie keine Prinzessin war. Und verzweifelte an sich selbst und an ihrer Unfähigkeit. Warum sollte sie verzweifeln? Sie hatte mein Versprechen des seligen Vergessens. Alles, was sie tun musste, war, die Zauberformel zu lesen. Nein. Es tut mir leid, Breda, aber Sadia war nicht so strahlend, wie du glaubtest. Sie war gehetzt und kopflos. Sie wollte ihre eigene Vergangenheit vergessen und jemand anderes werden. Sie war keine Prinzessin, sondern nur ein einfaches Straßenkind. Und als solches konnte sie noch nicht einmal lesen. Nein. Verzeih mir, Breda. Müsste der Stab jetzt nicht auch sich zurückverwandeln? Das war's dann wohl. Das Rätsel ist endlich gelöst. Warum so ein langes Gesicht, Geron? Ja, mein Freund, was plagt dich so? Nichts. Warum seid ihr überhaupt so fröhlich? Sadias Schicksal hat sich als falsch herausgestellt. Ihr seid nicht schlauer als zuvor. Wohl wahr, wohl wahr. Oder vielleicht auch nicht. Sie muss noch leben. Ah, lasst gut sein. Ich hab das Rätselraten satt. Ja, lass den guten Jungen endlich in Ruhe, Halef. Erfülle ihm seinen Wunsch und lass uns weiterziehen. Ja, Reisen ist schön. Ich will endlich ans Meer. Warte noch einen Moment. Es liegt nun an dir, mein Freund. Möchtest du, dass ich sie wieder zurückverwandle? Ich kann ihr allerdings nur ihren Körper wiedergeben, nicht ihre Erinnerung. Okay, was macht das für einen Unterschied? Ich meine, entweder Rabe ohne Erinnerung. Oder Fee ohne Erinnerung. Oder ist der Alternativweg, dass sie. Ist der Alternativweg, dass sie denn das in. Eine Rabe mit Erinnerung wird oder eine. Also wenn es eine Rabe mit Erinnerung wird, dann ganz klar dafür. Aber. Wenn es ein Rabe. Also wenn es eine Fee. Ist es. Schwierig. So ist jetzt natürlich sehr gleich, welche Gestalt sie hat, ich weiß nicht. Es ist ja jetzt wirklich jetzt sowas von wurscht, ob der jetzt. Und jetzt Erinnerung hat. Erinnerung kriegt sowieso nicht wieder. Deswegen. Der Stab hat gesagt, er kann nur die Form ändern. Die Erinnerung bleibt weg. Das heißt, wenn ich es zurückverwandle, ist eine Fee ohne Erinnerung. Wenn ich es lasse, verliert sie Erinnerung und bleibt ein Rabe. Gut, als Rabe könntest du fliegen und wäre frei. Als Fee. Wenn ich. Als Fee könnten wir noch weitere schöne Abenteuer erleben. Da wäre so. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bad Ending wird, wenn wir da
zurückverwandeln. Ich habe jetzt natürlich nicht gespeichert vor dem Ende hier. Deswegen. Am liebsten würde ich beide Endings nochmal angucken. Aber. Ich bin tendenziell. Ich meine. Das ist der letzte Save Point. Wir hätten vorher mal speichern sollen. Jetzt der Save Point ist vor der Schlacht. Schwere Entscheidung. Ich denke, das war ja das Ziel unserer Hilfe. Wir können die jetzt noch nicht so als Rabe lassen. Da war das ganze Abenteuer umsonst. Unser Ziel war doch, die zurück zu verwandeln. Und ja, wir würden noch einen Runk haben, aber man kann nicht alles haben. Also ich würde, auch wenn das vielleicht ein schlechtes Ending wird, ich riskiere es einfach mal. Ich habe so viel dafür gekämpft. Ich will, dass wieder alles beim Alten ist. So sei es. Ich glaube, das ist schlecht. Ziel erreicht. Schacht freigeschaltet. Es ist vollbracht. Nuri? Nuri, kannst du mich hören? Hm? Was ist? Wer bist du? Ich heiße Geron. Wie fühlst du dich? Komisch. Mir ist kalt. Was ist passiert? Lernen Sie sich neu kennen. Komm ans Feuer und ruh dich aus. Dann erzähle ich dir alles, wer du bist, woher du kommst und was für wunderbare Abenteuer wir beide erlebt haben. Abenteuer? Alles begann letzten Herbst. Krähen hatten das königliche Schloss befallen. Und König Essadan bat mich, ein Mittel gegen die Plage aufzutreiben. Meine Suche führte mich zu einer merkwürdigen Höhle, nahe eines Wasserfalls. Jetzt könnte er sagen, aufs Ketten. Und so endet die Geschichte. Wusstet ihr, dass es so kommen würde? Was weiß ich, was ihr wirklich geplant hattet und wo euch das Glück entgegenkam? Ich hätte bis heute schwören können, dass die Maske euch zerstörte. Aber dass das nicht sein kann, wissen wir ja jetzt. Nur damit ich jetzt gleich keinen Fehler mache. Es gab genau zwei Möglichkeiten, was damals mit euch geschehen konnte. Die erste, die wahrscheinlichere, hat sich ja nun als falsch herausgestellt. Bleibt nur noch die zweite. Puh. Ich darf mich nicht irren. Und los. Als Satya in den Garten ging, hatte sie die Maske bei sich, aber keinen Rubin. Doch als man die Maske fand, lag dort einer. Nun mag es sein, dass das Satyas Rubin war, der zuvor von dem Prinzen in den Garten geworfen wurde. Aber was, wenn es ein anderer war? Oje, oje. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Satinav? Ich sage, es gab nicht einen, sondern zwei Rubine. Der echte ging verloren. Der falsche wurde von den Magiern aus dem Garten geholt und befindet sich nun hier in meiner Hand. Satya konnte zwar nicht lesen, aber mit meiner Maske konnte sie zaubern. Sie konnte Pflanzen in Stein verwandeln. Sie konnte Menschen in Stein verwandeln. Was ist ein Rubin anderes als bloß ein weiterer Stein? So, und nun zu euch, meine Liebe. Ihr seid in die tiefsten Gräber gestiegen. Und ihr habt die höchsten Berge erklommen. Ihr habt mit Windgeistern getanzt und mit Dämonen gerungen. Von den Göttern verlassen, von der Zeit vergessen. Charizard. Eure Zeit ist nun endlich gekommen. Wenn das mal kein Happy End ist.
Kapitel 8 abgeschlossen. Kapitel 8 Erfolg. Na, wenn das kein Erfolg war. Nuri ist zurückgekriegt, ihr Gedächtnis zurück. Weil wir es ihr erzählen. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Der Stab hat Menschenform. Sind Satya zurück. Satya und Giron können sich treffen. Was mega nice ist. Also. Ein fantastisches Ende dieser Duologie. Diese zwei Teile aus Satnavs Ketten Memoria. Ich könnte es mir nicht besser wünschen. Ich weiß nicht, was jetzt der Unterschied ist, wenn wir jetzt noch mal ausprobieren, was passiert, wenn wir und dann ein anderes Ending machen, indem wir nur jetzt Rahmen fliegen lassen, aber tja. Ich glaube, dann würde ich auch erzählen, was das Abenteuer ist. Das hat halt wirklich nur, hat halt einen Rahmen als Freund. Das ist halt wirklich nur die Form, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich noch irgendeine Rolle spielt. Tja. Da kann ich bis gehen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Projekt. Auf Zwergenfürst.lp. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Danke fürs Zuschauen auf Twitch. Falls ihr es auf YouTube noch mit reinschneidet. Und danke fürs Zuschauen auf YouTube. Ja. The End.